Hallöchen und herzlich willkommen zur Mission Nr. 3 von Sniper Elite 4, Viadukt Regilino. Was lesen wir denn da eigentlich? Klingt auf jeden Fall mal wieder, wie immer, interessant. Normal. Und ich würde sagen, Spiel starten. Ich hätte gerne die Schrotflinte aus der letzten Mission gehabt, aber offenbar behält man die nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemeinsam festgestellt hatten. Jetzt erstmal Intro. Achso, doch nicht Intro. Moment, ich glaube, diese Tarnung meines Gewehrs hat man noch nicht gesehen, ne? Also dieses Blättergewerk drumherum. Hallo, Sophia. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie's. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Ja, ne? Danke. So, hallo? Lucio. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er... das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Aus irgendeinem Grund mag ich den nicht. Irgendwie das Setting erinnert mich an irgendwas. Ich kann nur nicht identifizieren an was. Das ist Weaver. Ah, der hat uns den Auftrag gegeben gehabt. Ist hier noch irgendjemand? Lärm? Okay. Karl. Weaver. Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Ich muss sagen, okay, Munitionslager und sowieso das Geschütz. Ich muss sagen, was mich so ein bisschen stört. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über Regilino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Okay. Also, Geschütz, Flugzeugwrack, Munitionslager, das sind unsere Aufträge. Und was ich sagen muss, ich finde es... Hallo, C, V, Ach so, wir sind noch gar nicht in der Mission. Na klar, oh, Lärm. Was ich sagen muss, ich finde es schade, dass die... Wieder eine Zwischensequenz, okay. Also, war nur kurz. Nee, doch. Ich muss irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Los, wie? Ich finde es ein bisschen schade, dass die Synchronisierung nicht mit dem übereinstimmt, was in den Untertiteln steht. Das fände ich eigentlich ganz gut. Ups. Nicht nach oben, nach unten.
Das könnte, hätte man machen können, denke ich. Das ist laut genug, um eine Schüssel zu tarnen. Was soll das denn? Los. Oh. Ach, super. Okay. Schauen wir mal auf die Map. Wir sind da und das Gebiet ist unfucking fassbar groß. Flugzeug finden, Pilot finden. Okay, also meine Idee wäre, dass wir Flugzeug, Pilot, Kontrollpunkt sichern, Checkpoint, diesen Kontrollpunkt, Wagen, Sprengladung, Eisenbahngeschütz. Also, dass wir so... Oh, da ist noch was. Also den Speicher. Im Traum, alles klar. Flugzeug ausfindig machen. Werden wir erstmal dahin gehen. Das ist ja echt viel, was wir hier zu tun haben. Wahnsinn. Vielleicht ist es auch gar nicht so weit. Vielleicht wirkt es auch nur so. Aber... scheint eine längere Mission zu werden. Schönes Gebiet irgendwie. So ganz im Wald versteckt. Irgendwo in den Bergen. Auf jeden Fall haben wir regelmäßige Übertönungen offenbar. Durch das Geschütz. Da, 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 da. Schleich, 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 schleich. Renn, 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 renn. So. B. Da ist ein Motor. Da ist ein Soldat. Da ist noch ein Soldat. Okay. Peg. Oh. War das jetzt echt so laut? Dass sie das nicht identifizieren konnten. Komme ich an den dran? Oh, der war wieder übertönt. Alles klar, das läuft ja ganz gut. Für den Anfang. Netter Start. Also wenn wir hier überall so auf Weitschuss gehen können, dann ist das echt angenehm. Ich habe das jetzt als sehr weit empfunden. Ah, Feind sucht. Alarm, aha. Aber sie haben mich nicht irgendwie eingrenzen können. Vermute ich. Ich sehe nichts. Keine Soldaten oder ähnliches. Ah, da auf der Map ist aber eine. Das war nur ein abgebrochener Baumstumpf. Ich sehe ihn echt nicht. Wupp. Ein Offizier, okay. Da. Alles klar, der ist markiert. Und ich glaube, da hinten habe ich noch einen gesehen gehabt. Aber... das hilft mir natürlich wenig. Nein, renn doch nicht weg. Mist, schade. Ärgerlich, verschwindet der ständig hinter irgendwelchen Dingen.
Okay, das war nicht übertönt, definitiv. Da ist er. Mensch, gar nicht gesehen. Okay. Mal schön die Augen da hinten hinrichten. Nicht, dass da noch einer rumschabbert. Da rennt nämlich einer gerade hierher. Es sind auf jeden Fall zwei. Auf der rechten Seite und dann mittig, sag ich jetzt mal, in diesem Gang. Oder auf unserem Pfad. Irgendwas ist faul. Ah, da sehe ich ihn auch so. Da ist er. So, der ist erledigt. Auch natürlich nicht übertönt oder so. Da hinten ist noch einer. Sogar noch zwei. Die Frage ist, in welchen Abständen feuert das Geschoss und kann man sich das irgendwie merken? Wie lang ist das Geräusch zur Übertönung? Au. Toll, jetzt war was übertönt. Und einen hatte ich nicht markiert. So. Trianguliert ihr mal schön. Und vor allen Dingen komm du mal ruhig näher. Oh, jetzt rennt er weg. Shit. Schade, ohne Slow-Mo. Ah, sehr gut. Das wurde gar nicht mitbekommen. War der übertönt? Nö, ne? So. Da haben wir noch einen markiert und einer rennt da, glaube ich, so noch rum. Sind wir eigentlich an irgendeiner Leiche schon vorbeigekommen? Oder liegen die da alle um die kleine Hütte rum? Ah, guck, da ist einer. Mach das. So, der Markierte rennt da noch rum, beziehungsweise hockt sich gerade hin. Oh, da ist noch einer. Es geht sehr schnell, wenn man aus einer gewissen Entfernung schießt, dass sie nicht mehr suchen, ne? So, bleibt ihr da stehen?